Herzlich willkommen zu unserer Reihe Nützliche Tools und Strategien in der Krise. Mein Name ist Christian Wegener und ich betreue in der IHK die IT-Branche und den Arbeitskreis IDK und Digitalisierung. Ja, heute sind wir wieder zu Gast hier bei Check Domain. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Check Domain und vor allem auch bei Timo Heinrich, der uns mal wieder sehr, sehr tatkräftig hier unterstützt. Vielen Dank, mittlerweile schon zum vierten Mal hier in unserer Reihe. Und ja, dafür nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte. Beim letzten Mal hatten wir uns ja mit dem Thema befasst, wie man quasi über Nacht einen Lieferdienst etablieren kann. Das hat man im Beispiel eines Lübecker Restaurants einmal durchexerziert, die es auch sehr, sehr erfolgreich hier vorgeführt haben, beziehungsweise auch etabliert haben. Heute geht es um das Thema, wie man sich, ja, unabhängig davon, ob man eine Website hat oder nicht, bei Google sehr, sehr schnell gefunden werden kann. Da gibt es ein relativ nützliches Tool, das nennt sich Google My Business und das wird uns heute Stefan Neumann vorstellen. Bevor wir allerdings in den Hauptvortrag einsteigen, übernimmt Timo gleich nochmal. Der wird uns mal ein bisschen was zeigen, wie das ganze Tool hier aufgebaut ist, ein paar technische Sachen erklären und dann natürlich auch nochmal darlegen, wie man hier Fragen stellen kann. In diesem Sinne wünsche ich jetzt viele spannende Erkenntnisse und wir sehen uns dann später nochmal in der Fragerunde. Okay, auch moin von meiner Seite. Kurz erklärt, was Sie auf der rechten Seite mit dem Tool anfangen können. Und zwar können Sie Fragen stellen. Die Fragen versuchen Christian und ich nebenbei vielleicht live zu beantworten, wenn wir es schaffen. Oder wir werden die zwischendurch einfach mal vortragen, dass auch Stefan was dazu sagen kann. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie das rechts in das Fragenfenster reinschreiben. Damit wir wissen, dass Sie uns hören, würde ich Sie bitten, mal reinzuschreiben, von wo aus Sie uns zuhören und zusehen. Also einmal jetzt mal reinschreiben ins Fragenfenster, von wo Sie kommen. Mönckhagen, Bad Oldesloe, Hamburg, Norderstedt, Mühlenbacken. Es funktioniert. Super. Preetz ist auch dabei. Mega. Ich bin noch nicht ganz fertig. Genau, wir werden zwischendurch Fragerunden einstreuen, damit wir halt auch Fragen der Öffentlichkeit hier zur Verfügung stellen können, die für alle interessant sind. Eine Bitte: Stellen Sie Ihren Bildschirm noch auf Vollbild, dann können Sie mehr sehen, als wenn Sie nur einen kleinen Bildausschnitt sehen. Soweit ich weiß, wird Stefan auch noch was auf dem Handy zeigen quasi. Da macht es Sinn, halt möglichst diese Präsentation als Vollbild abspielen zu lassen. Am Ende kommt noch eine Mail, die kommt morgen mit einem Hinweis zur Bewertung des Webinars. Da würden wir Sie bitten, das auch auszufüllen. Das dauert 2 Minuten. Einfach mal bewerten, was wir hier abfeuern, damit wir wissen, ob das alles so funktioniert, was wir hier uns so überlegt haben. Genau, und das war's auch schon. So, Stefan, jetzt kannst du Gas geben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich habe gehört, wir haben über 300 Anmeldungen. Danke dafür. Das zeigt ein großes Interesse. Ich werde versuchen, heute ein bisschen was zu erklären über Google My Business. Viele wissen ungefähr, was das ist, nicht so ganz genau. Google My Business ist ein mächtiges Tool. Das möchte ich heute einmal zeigen. Vorher vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Stefan Neumann. Ich bin Diplom-Designer. Ich habe eine Online-Marketing-Agentur namens Resulted mit einem Geschäftspartner und 5 Mitarbeitern. Wir machen Online-Marketing von oben nach unten, kümmern uns um alles, was mit Internet zu tun hat, Content und so weiter. Wer Lust hat, der kann ja mal googeln, ob er uns findet. Online-Marketing ist ein Riesenthema und besteht aus ganz, ganz vielen Zutaten. Und keiner weiß so richtig, was alles dazugehört. Es ist ein Riesen, Riesenspektrum. Jeder macht ein bisschen was. Und ein Teil davon, ein ganz kleiner Teil davon, das ist Google My Business. Und wenn man sich das vorstellt als vielleicht eine Art Gebäck, vielleicht ein Cupcake, dann kann man eine ganze Menge damit machen. Und zwar selbst machen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dieser Cupcake ist das, was ich im Online-Marketing selbst tun kann, kostenlos selbst tun kann, dann kann der so aussehen, der kann auch so aussehen oder der kann auch so aussehen. Es kommt ganz auf Sie an. Sie selbst können einen Großteil dessen entscheiden, wie dieser Cupcake, wie dieses Online-Marketing, das Sie selbst betreiben wollen, aussieht. Google My Business. Kennt eigentlich irgendwie jeder, zumindest vom Ansehen, wenn ich also irgendwas eingebe auf Google Maps, wenn ich was suche oder wenn ich in der Google-Suche selbst was eingebe, zum Beispiel ein Unternehmen oder dergleichen, dann bekomme ich verschiedene Anzeigen. Und die möchte ich einmal kurz durchspielen am Anfang, damit wir wissen, wovon wir reden und damit auch jeder weiß,
was ich meine. Das ist ein typischer Google My Business Eintrag. Wenn ich also hier oben in dem Bereich Resulted Lübeck eingebe, dann kommt auf der rechten Seite dieser Eintrag. Dort sind verschiedene Sachen. Viele werden das kennen. Rezensionen und so weiter. Da gehen wir einmal ganz kurz drauf ein. Was ist da zu sehen? Also, ich sehe einmal das Titelbild. Immer wenn ein Sternchen oben zu sehen ist, heißt das, Sie können dieses Medium selbst beeinflussen. Dann haben wir den Eintrag auf Google Maps. Wir haben einen Firmennamen. Auch den können Sie selbst beeinflussen. Den können Sie selbst eingeben. Wir haben das Firmenlogo. Das wird hochgeladen, wenn Sie das wünschen. Wir haben die berühmte Unternehmensbezeichnung, beziehungsweise noch viel berühmter, die Google-Bewertung. Viele Menschen haben davor Angst, wenn sie schlechte Bewertungen bekommen, ist ein großes Thema. Einfacher wird es, wenn man auf diese Bewertung reagiert. Das kann man zum Beispiel mit Google My Business machen. Adresse ist klar. Wir haben die Öffnungszeiten. Ganz interessant jetzt um Ostern herum zum Beispiel. Können Sie die Öffnungszeiten für die Feiertage selbst eingeben? Es gibt eine neue Covid-19-Möglichkeit. Sehen Sie hier, können Sie auch eigene Einstellungen vornehmen. Telefon ist klar. Dann haben wir nochmal die Bewertungen. Die kommen jetzt von Facebook. Je nachdem, auf welchen Bewertungsportalen Sie vernetzt sind, haben Sie unterschiedliche Bewertungen. Die können zum Beispiel auch von Meinungsmeister, von Trusted Shops oder dergleichen einfließen. Die sieht man dann an dieser Stelle. Hier unten die Google-Bewertung. Viel gefürchtet, heiß geliebt, großes Thema. Was man damit macht, erkläre ich nachher nochmal. Im Prinzip möchte ich nur davor warnen, zu viel Angst vor solchen Bewertungen zu haben. Es gibt immer einen, der meckert, ist eine alte Weisheit, kennt jeder. Im Prinzip geht es nicht darum, wer meckert, sondern im Prinzip geht es darum, wie man damit umgeht. Und wenn man ungerechtfertigte Bewertungen zum Beispiel vernünftig kommentiert, vernünftig darauf reagiert, dann sehen die anderen Menschen, die diesen Eintrag besuchen, dass man sich kümmert. Das ist schon mal viel wert. So, unten haben wir die Unternehmensbeschreibung. Auch die können Sie selbst eingeben. Wenn Sie das tun und vielleicht noch die richtigen Suchbegriffe dort eingeben, dann weiß die Suchmaschine auch, zu welchen Suchbegriffen sie ihr Unternehmen ausspielt. Hier sieht man einen roten Pfeil. Das heißt, das ist eine Änderung, die kann jeder vornehmen. Wenn ich also der Meinung bin, auf Ihrem Google My Business Eintrag stimmt die Telefonnummer nicht oder die Adresse ist nicht richtig oder sonst irgendwas, dann kann ich hier draufklicken und kann eine Änderung vorschlagen. Diese wird geprüft und im besten Falle auch dann übertragen. Da kann man als Betreiber einer Webseite, eines My Business Accounts wenig machen. Wenn Google der Meinung ist, es muss geändert werden, ändern die das. Das Gleiche hier unten. Auch Rezensionen können geschrieben werden von anderen Leuten. Und es können Fotos hinzugefügt werden. Jeder, der also einen Google My Business Account hat oder überhaupt einen Google Account hat oder Local Guide ist, der kann dort Dinge auf ihren Account hochladen. Das ist nicht zu vernachlässigen. Im unteren Bereich sieht man jetzt hier nochmal das, was neu ist. Seit Anfang des Jahres gibt es also eine vereinfachte Form von Google Posts. Hier habe ich mal auf das IHK-Webinar heute hingewiesen. Das ist ein Post über eine kleine Goldschmiede, wo wir gerade Bilder machen. Diese kann ich praktisch auch selbst einstellen. Wie das geht, zeige ich gleich mal. Und das Schöne ist, das geht auch mobil. Hier unten ist ein direkter Link. Das heißt, wenn ich diese Veranstaltung eingebe und sie wird im My Business Account angezeigt, kann ich praktisch direkt draufklicken und mich anmelden unter dem Link. Das ist relativ praktisch. Und das ist ein Beitrag, das sind einfach mal Fotos, die kann man auch mobil hochladen vom Handy. Ist eine ganz einfache Sache, wie das geht, zeige ich nachher. So, jetzt wechsle ich einfach mal den Browser, um das Ganze nochmal live anzuschauen. Dazu gehe ich, wo gehe ich denn hin? Hier gehe ich hin. Wenn ich also hier Resulted Lübeck eingebe, dann kommt eben dieses Element. Ich habe das eben schon mal beschrieben. Ich mag das jetzt einmal so ein bisschen zeigen, damit es auch interaktiv ist. Ich kann hier Rezensionen mir ansehen. Ich kann eine Änderung vorschlagen, habe ich vorhin schon gesagt. Spannender wird es aber jetzt hier im unteren Bereich, wenn ich zum Beispiel mal hier auf diesen Post klicke. Dann geht er auf. Ich kann verschiedene Dinge lesen, das habe ich gestern, vorgestern eingepflegt
und kann hier unten auf Anmeldung klicken, wenn ich das tue. Dann, oh Wunder, komme ich direkt zum Anmeldebereich und könnte mich jetzt anmelden. Das ist insofern recht spannend, weil man auf diese Art und Weise, und jetzt kommt der Bezug zur Krise, ohne eigene Webseite Interessenten mit Content versorgen kann. Ich kann also Leute, die mein Unternehmen kennen oder die mein Unternehmen suchen oder die eine Leistung suchen, mit der das zusammenhängt, informieren. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung. Hier unten gibt es weitere Dinge. Gestern habe ich Vorbereitungen zum Webinar aufgenommen. Da kann man sich jetzt eine kleine Diashow angucken. Ich kann also als Unternehmer so mit meinen Interessenten, mit meinen Kunden in Kontakt treten, kann verschiedene Dinge tun. Hier sieht man das Ganze nochmal. Also hier ist einiges los. Dieser Feed, der bleibt bestehen. Alle Beiträge, die Sie bei Google My Business einsetzen, bleiben dort bestehen. So, genug davon. Das haben wir jetzt gesehen. Was ist noch spannend bei My Business? Man kann natürlich Fotos anschauen. Wenn ich also ein Bild vom Unternehmen haben möchte, dann gehe ich hier oben auf die Fotos. Kann ich mir eine ganze Menge ansehen. Ich scroll mal hier links ein bisschen runter. Diese Fotos, die können Sie selbst einpflegen. Sie können aber auch über Dritte welche einpflegen lassen. Sogenannte Local Guides können das tun. Hier hat ein Local Guide etwas eingefügt. Dritte Personen können also problemlos Content auf ihren My Business Account hochladen und so weiter und so weiter. Hier oben kann ich noch ein bisschen sortieren. Ich kann mir also als Interessent sehr schnell ein Bild eines Unternehmens machen, ohne dass ich dessen Webseite überhaupt besuchen muss. Gut, jetzt natürlich die Frage aller Fragen, was bringt denn Google My Business überhaupt? Was bringt denn dieser Eintrag? Das wird gerne gefragt, gerade von Leuten, die sich nicht so gut damit auskennen, ist auch gar keine Schwierigkeit. Ich will es einmal ganz kurz zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Lübeck das Wort Bett kaufen eingebe, dann spuckt die Suchmaschine mir eine Ergebnisliste aus und zwar orientiert an meiner Position. Wenn ich mich also in der Nähe von Bettenstrube zum Beispiel befinde, dann wird hier dieser Eintrag ausgespielt. Es gibt weitere Bettenfachgeschäfte, die sind eben auch in meiner Nähe. Ich kann mir jetzt also als Interessent auf meinem Smartphone anzeigen lassen, welche Geschäfte in der Nähe sind. Das funktioniert über My Business und hat den enormen Vorteil, dass man mit diesem lokalen Ranking gegen die Großen der Branche, wie zum Beispiel hier unten zu sehen, otto.de oder betten.de, bestehen kann. Wenn Sie also mit dem Handy unterwegs sind und Sie haben Hunger, gut, in Zeiten der Krise ist das ein bisschen schwierig, aber vielleicht wird das alles bald anders. Und Sie geben ein Nudelsuppe oder italienisches Restaurant oder Blumenladen, dann zeigt Ihnen Google My Business an dieser Stelle die nächsten Einträge. Wohl dem, der seinen Eintrag gut gepflegt hat. Denn wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich auf den My Business Eintrag, den wir uns gerade angesehen haben. Wenn der gut gepflegt ist, wenn da valide Daten drin sind, wenn Angebote drin sind, ist es vielleicht ganz interessant und der Kunde kommt zu Ihnen ins Geschäft oder ins Unternehmen. Das Ganze geht auch mobil. Wenn ich mir also jetzt mal anschaue, Bett kaufen auf dem Handy eingegeben, dann bekomme ich als allererstes oben eben diese Anzeigen mit Karte, mit allem drum und dran. Wenn ich es also jetzt geschafft habe, hier zum Beispiel für gute Bewertungen zu sorgen, 57, 4,6, dann habe ich die Chance, dass ich Leute für mein Unternehmen interessiere. Die können dann hier draufklicken und können dann praktisch zu mir navigieren. Route und dergleichen, alles möglich, zeige ich nachher mal, wie es geht. Zwischendurch mal was Handgemachtes. Was heißt das denn, wenn ich meinen Account gut pflege? Tja, ganz einfach, an dieser Skizze, die ich gestern Abend noch eigenhändig angefertigt habe, können Sie sehen, dass Sie im Laufe der Zeit einfach immer welchen Content nachpflegen können. Am Anfang machen Sie Informationen rein, laden ein paar Bilder hoch, lassen ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht fragen Sie dann mal Freunde und Bekannte nach Rezensionen. Zwischendurch haben Sie vielleicht die Chance, dass ein Local Guide mal was hochlädt oder Sie kennen einen, bitten ihn. Sie werden weitere Bilder hochladen, der Local Guide macht wieder was, ich kann eine Infoveranstaltung posten. Im Laufe der Zeit, können Sie hier ganz gut erkennen, sammelt sich der Content an und Ihr Profil wird immer wertvoller. Was ist das Gute daran? Sachen, die einmal eingestellt wurden, bleiben. Im Gegensatz zu einem Flyer oder zu einer Anzeige, der vielleicht nach der einen oder anderen Zeit nicht mehr aktuell ist, können die Dinge hier bleiben und Sie können sie jederzeit nachträglich wieder rausnehmen.
Das ist der Bereich, der von Dritten kommt. Sogenannter User-Generated Content ist das Kraftwort dafür. Das sind also andere Menschen, die Ihr Unternehmen bewerten. Gerne gefragt, kann ich sehen, wie oft mein Unternehmen gefunden wird? Ja, das geht. Und das ist ganz spannend. Wir schauen uns das im Laufe des Webinars gleich mal an. Das geht. Im Backend von Google My Business, das wir gleich besuchen werden, können Sie sehen, wie viele Nutzer zum Beispiel Sie besucht haben. Sie können sehen, wie oft Ihr Unternehmen aufgerufen wurde. Hier oben sehen wir, im letzten Quartal wurde unser Unternehmen 3709 Mal angezeigt. Wo genau in der Google-Suche es angezeigt wird, verrät die Suchmaschine nicht. Es kann also auch auf Seite 9 Platz 7 gewesen sein. Hier sehen wir nochmal Eintrag in Google Maps und hier unten können wir auch die Interaktionen sehen. Webseite besucht, Wegbeschreibung aufgerufen und angerufen. Diese Informationen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich einloggen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Verbunden mit der Google Search Console kann man sehen, welche Suchanfragen gestellt wurden und wie oft und wo mein Unternehmen, in dem Fall eben Resulted, angezeigt wurde. Also 255 Menschen haben Werbeagentur Lübeck eingegeben und haben mein Unternehmen gefunden bzw. gesehen. Lübeck Marketing und so weiter und so weiter. Sie sehen schon, der Google My Business Account spuckt Ihnen auch ein kleines bisschen Marktforschung aus. Ganz spannend, denn diese Begriffe, die hier drin sind, habe ich im Google My Business Eintrag eingetragen, sodass die Suchmaschine weiß, was sie anzeigen soll. Also, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, kann man eine ganze Menge über das Nutzerverhalten rausfinden. Jetzt gebe ich mal zurück an Christian. Vielleicht hat er noch die ein oder andere Frage von Ihnen für mich. Genau, da kamen schon ein, zwei Fragen rein. Und zwar geht es um einen, was ist ein Local Guide? Und wie wird man das? Das ist ganz einfach. Ein Local Guide ist eine Möglichkeit, sich bei Google zu registrieren. Einfach mal Local Guide googeln. Da kann man sich anmelden mit seinem Google-Account. Und dann kann man Fotos, Rezensionen und dergleichen für andere Unternehmen schreiben. Das ist ganz einfach. Man geht zum Unternehmen, macht 3, 4 schöne Fotos und lädt die auf den Account des anderen hoch. Wenn man das macht, kann man leveln. Mit steigenden Leveln steigt auch das Ranking. Wenn man das ein bisschen googelt, kann man in wenigen Minuten erfahren, wie das geht. Das macht einen Höllenspaß. Ich mache das schon seit Jahren. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, glaube ich, Level 7 oder so. Man kann also da auch befreundete Unternehmen positiv bewerben. Man sollte natürlich fair sein und immer neutral bewerten. Also keine schlechten Bewertungen oder dergleichen, die nicht gerechtfertigt sind. Ja, da zieht auch noch eine Frage drauf ab. Und zwar, was mache ich, wenn ein Local Guide ein Foto hochgeladen hat, was mir nicht gefällt? Kann man das löschen? Kann man es irgendwie beeinflussen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Nein, man kann es eigentlich nicht beeinflussen. Es sei denn, es ist rassistisch, gewaltverherrlichend oder verstößt gegen die Richtlinien von Google. Das ist ein großes Problem. In der Regel passiert das sehr, sehr selten. Den Tipp, den ich geben kann, ist, dass man entweder versucht, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen, was ja so ein bisschen geht, denn der Local Guide kann ja verfolgt werden. Das werden Sie dann sehen, wenn Sie das mal googeln, wo er war und was er macht. Möglicherweise kann man versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ansonsten empfehle ich einfach, das Gute ist der Feind des Bösen. Wenn Sie also 5 bis 6 Fotos haben und ein schlechtes, dann machen Sie 100 gute und schieben die hoch. Damit ist das Schlechte weniger wert. Das wäre so ein Tipp aus der Praxis. Okay, dann haben wir noch eine Frage und zwar ein praktisches Beispiel, ein Versicherungsmakler. Er sagt, wenn er Versicherungsmakler eintippt, taucht er bei Google in der Karte auf. Wenn er aber nur Versicherung eingibt, dann taucht er nicht auf. Und er geht davon aus, dass natürlich, wenn man Versicherung eintippt, das viel, viel häufiger zustande kommt. Und da ist einfach die Frage, kann man das beeinflussen? Ja, nein. Also die Frage ist, was er in seinem Google My Business Account eingetragen haben. Versicherungsmakler ist ja deutlich spezifischer als Versicherungen. Die Suchmaschine versucht natürlich, die Suchintention dessen zu befriedigen, der da sucht. Wenn ich also Versicherungsmakler suche, ist es was völlig anderes, als wenn ich eine Versicherung suche. Wenn der Zuschauer zum Keyword Versicherung ranken möchte, dann sollte er in seinem My Business Account dieses Wort unterbringen. Wie das geht, zeige ich nachher. Da gibt es verschiedene Felder, wo ich diese Worte unterbringen kann. Und dann ist die Möglichkeit gegeben, dass er zu diesem, sage ich mal,
Short-Tail-Keyword, also einem sehr, sehr kurzen Keyword, besser rankt. Wobei das immer schwierig ist, weil Versicherung ist ein sehr, sehr breit gefächertes Keyword. Dann nochmal eine Frage zu den Einträgen. Können auch Einträge gelöscht werden, wenn sich das Angebot ändert? Ja, jederzeit. Also Sie können Ihren kompletten My Business Eintrag gestalten, wie Sie wollen. Wir gucken da gleich nochmal im Backend drauf. Ich zeige das gleich mal. Ein bisschen problematisch ist es mit validen Daten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Unternehmensnamen ändern möchte, meine Telefonnummer oder die Anschrift, dann bittet die Suchmaschine oft um Bestätigung. Das kann man also nicht so ohne weiteres ändern. Alle anderen Elemente, Fotos, Inhalte, Neuigkeiten, Veranstaltungen kann ich jederzeit ein- und ausblenden, ein- und ausschalten. Das ist überhaupt kein Problem. Dann noch eine Frage zu den Bildern. Kann man die Reihenfolge beeinflussen? Nee, leider nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich werden die neuesten Bilder dann unter Neueste gezeigt. Aber es ist ganz, ganz schwierig, tatsächlich die Reihenfolge zu beeinflussen. Vielleicht so ein Trick aus der Praxis. Google sucht sich das Bild raus, was es glaubt, am aussagekräftigsten zu sein. Das heißt, wenn ich ein Ladengeschäft habe, dann sollte ich dieses Ladengeschäft auch zeigen, am besten mit einer Person, damit der Suchende das sieht, was er bekommt, wenn er das Geschäft betritt. Ansonsten empfehle ich einfach, gute Fotos hochzuladen und zu warten, welches angezeigt wird. Wenn eins angezeigt wird, das man nicht so gerne mag, einfach löschen und gucken, was als nächstes, als erstes angezeigt wird. Das ist ein einfacher Trick aus der Praxis. Google lässt sich leider nicht in die Karten schauen und ordnet die Bilder gerne nach Gusto an. Man kann in der Statistik später sehen, wie viele Bilder angesehen werden, wie oft sie angesehen werden. Und so ist es auch, dass die Suchmaschine, die am meisten angesehen werden, auch nach oben zieht. Zeige ich nachher auch nochmal. Und dann noch eine Frage, kann man auch Administrator von mehreren My Business Accounts sein? Das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich gleich mal zeigen. Also ich glaube, ich administriere 12 oder dergleichen. Okay. Und eine Frage, ich glaube aber, die ist auch, kann man auch beeinflussen. Kann man Öffnungszeiten, die bereits erfasst wurden, wieder löschen oder ändern? Selbstverständlich. Das kann man, wobei man ein bisschen aufpassen muss. Die Suchmaschine ist nicht doof. Die Suchmaschine überprüft die Webseite, die zum Unternehmen gehört. Wir hatten das tatsächlich mal, dass die Öffnungszeiten bei My Business immer wieder zurückgestellt wurden. Samstag 16 Uhr wurde immer auf Samstag 15 Uhr zurückgestellt, automatisch. Wir haben nicht herausgefunden, woran das zusammenhängt. Dann haben wir geguckt und haben festgestellt, dass auf einer Unterseite des Webseitenbetreibers die Uhrzeit Samstag mit der 15 Uhr stand. Das heißt, Google hat automatisch zurückgestellt. Wir haben das dann dort geändert und danach blieb es so. Die Suchmaschine guckt also immer, wo bekommt sie Daten her und vergleicht diese. Dann haben wir noch Fragen ein bisschen zum Doing, wie man zum Beispiel Fotos hochlädt. Ich glaube, dazu kommen wir aber später nochmal. Das zeige ich gleich. Genau. Genau. Ich schaue mal gerade noch, was noch so drin sind an Fragen. Also ich hatte noch eine interessante Frage oder einen kurzen Hinweis. Ich beantworte jetzt hier auch schon Fragen nebenbei ganz fleißig. Es sind so viele Fragen, dass die Antworten immer sehr kurz ausfallen. Bitte nicht beleidigt sein. Okay. Aber eine Frage ist ganz wichtig, glaube ich. Das hatten wir, ist uns auch schon mal passiert, dass eine andere Firma unseren Eintrag quasi übernommen hat. Die quasi schon, es gibt zum Beispiel einen Checkdomain-Eintrag in irgendwo Düsseldorf, I don't know, den gibt es nicht, also auch als Checkdomain GmbH zum Beispiel, also erstens ist der da falsch, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel keinen eigenen Eintrag angelegt hat, dass andere den halt schon für einen anlegen und den selbst kontrollieren. Kann ich das irgendwie kontrollieren dann? Kann ich Google sagen, ich bin eigentlich der eigentliche Inhaber? Das kann man tun. Tatsächlich. Also Google hat verschiedene Support-Kanäle, mit denen kann man reden mit den Menschen. Und jetzt bei der Corona-Krise ist es etwas schwierig. Das muss man vielleicht sowieso sagen. Die Änderungen, die jetzt getätigt werden, sind nicht so schnell online. Das meldet Google auch überall, zeige ich nachher nochmal. Im Prinzip kann man aber melden, dass das passiert ist. Und das Zweite ist natürlich, dass man, und das ist vielleicht ein Tipp für alle, die jetzt zuschauen, dass man seinen Eintrag am besten sofort übernimmt. Ja, das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, dann suche ich mich jetzt am besten nach diesem Webinar auf Google und übernehme meinen Eintrag. Habe ich den einmal übernommen, dann kann mir nichts mehr passieren. Es ist gar nicht so einfach, einen Fremdeintrag zu übernehmen, weil ich muss ihn irgendwie verifizieren. Das geht meistens über eine Telefonnummer, über eine E-Mail oder über eine Postkarte. Das heißt, da muss man schon recht schlau sein, um das zu übernehmen. Mein Tipp, seinen eigenen Google-Eintrag übernehmen und verwalten, dann kann da nichts passieren. Genau, dann habe ich hier noch eine Frage, ob My Business auch mal mit Google Maps verbunden ist, aber das hast du, glaube ich, ja schon dargelegt. Genau, genau. Genau. Und dann natürlich noch solche Fragen wie E-Mail-Adressen falsch hinterlegt, wie kann man die ändern? Ich glaube, das sollten wir vielleicht dann nachher direkt beim Doing mal drauf eingehen.
Genau, auch das ist einfach eine Geschichte. Da muss man sich einfach einloggen und muss versuchen, über eine andere Möglichkeit bestätigen zu lassen, zum Beispiel über eine Telefonnummer. Und dann trage ich eine neue E-Mail-Adresse ein und dann ist die Sache gegessen. Das geht. Gut, ich würde sagen, wir sammeln ein bisschen weiter die Fragen und würden jetzt erstmal in dem Vortrag ein bisschen weitergehen. Okay, sehr schön. Gut, dann machen wir weiter. Das ist die Startseite von Google My Business. Wenn Sie also nachher versuchen, sich anzumelden, sich zu registrieren oder irgendwas zu tun, dann googeln Sie bitte die Seite und kommen an diese Stelle. Hier oben geht's los. Ich mache Ihnen das jetzt so einfach wie möglich, damit die Hemmschwelle möglichst gering ist und Sie nachher direkt loslegen können. Dann geht dieses Fenster auf. Das ist das Backend. Wir schauen da gleich live rein. Ich möchte es nur einmal ganz kurz zeigen, wie es aussieht. Hier links gibt es eine Menüleiste, nichts Besonderes. Hier ist ein Bereich, den ich jetzt als erstes mal ausblenden möchte für Sie. Das ist der Bereich für Google Ads, früher AdWords. Die Suchmaschine möchte Ihnen natürlich sehr gerne AdWords verkaufen und deshalb macht sie das sehr präsent. In meinen Augen würde ich sagen, ignorieren Sie das erstmal. Das können Sie später machen. Das ist im Augenblick überhaupt nicht wichtig. Das kostet Geld, das muss man können. Mir geht es jetzt um die Sachen, die kostenlos sind. So, jetzt wechseln wir noch einmal den Screen, dann schauen wir uns das Ganze mal live an. Ich bin jetzt also hier auf der Oberfläche. Ich bin dorthin navigiert, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ich melde mich jetzt an. Da wird mein Unternehmen angezeigt. Jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wie viele Accounts man haben kann. Sie sehen, da ist einiges los. Ich betreue das von verschiedenen Kunden. Wir gehen jetzt aber mal zu unserem eigenen Account. So, da bin ich im Backend. Hier oben kommt diese eingeschränkte Google My Business Funktionsmeldung. Die taucht überall auf im Augenblick. Auch Google ist von der Krise betroffen und hat sehr, sehr zurückgefahren. Das heißt, viele Dinge, die wir eingeben, die aktuell sein sollen, sind nicht aktuell, weil die Mitarbeiter der Suchmaschine einfach noch nicht so weit sind, um die Sachen freizugeben. Das wird sich wieder ändern. So, hier sieht man jetzt, was ich gerade gezeigt habe. Das ist der Bereich, Werbung erstellen, das wollen wir nicht machen. Wir sehen hier auf der rechten Seite im Dashboard verschiedene Einstellungen, was alles aufgerufen wurde, was gesehen wurde. Hier unten sieht man ein paar Fotos. Hier wird der letzte Beitrag gezeigt und so weiter und so weiter. Hier kommt die letzte Rezension, nee, nicht die letzte, eine Rezension. Ich kann also mir hier einiges angucken. Das macht ein bisschen Spaß. Toben Sie sich da aus, schauen Sie mal drauf, was da los ist. Und wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Unternehmen gerade auf Google aussieht, dann klicken Sie auf diesen Knopf. Und dann sehen Sie Ihren aktuellen Eintrag. Da ich jetzt eingeloggt bin, habe ich hier auf der linken Seite schon gleich die Möglichkeit, auch aktiv zu werden. Das ist ganz spannend. So, hier sehe ich das, was ich vorhin schon mal gezeigt habe. So, da bin ich nun in meinem Backend von Google My Business. Ich habe mich angemeldet. Ich bin da. Alles ist ganz wunderbar. Was kann ich jetzt tun? Zunächst ist es sinnvoll, sich unter Info die entsprechenden Informationen anzugucken. Hier wird alles eingegeben, was Sie über Ihr Unternehmen gerne sagen wollen. Da geht einiges. Einzugsgebiet, die Öffnungszeiten, wie schon gerade besprochen, wenn ich Änderungen habe, kein Problem, kann ich die hier jederzeit ändern. Ich kann spezielle Öffnungszeiten hinzufügen. Sie sehen, hier wird mir schon angezeigt, der 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, kann ich also jetzt sofort etwas eintragen und kann meinen Kunden und Interessenten die entsprechenden Zeiten mitteilen. Dann haben wir hier unten eine Telefonnummer, die ich eingeben kann. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das geht. Hier unten habe ich einen Shortname eingegeben. Den möchte Google nicht haben. Aus welchen Gründen weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird er mir hier als nicht möglich angezeigt. Ich hinterlege eine Webseite. Wenn ich Terminvergabe habe, das zeige ich nachher nochmal. Wenn ich Terminvergabe habe, dann kann ich hier direkt auf die Termine hinweisen. Wir gucken uns das nachher mobil mal an. Das ist ganz spannend. Hier habe ich dann verschiedene Dienstleistungen eingetragen. Das ist genau das, von dem ich vorhin gesprochen habe, für den Herrn mit den Versicherungen. Hier kann er seine Leistungen eintragen. Und je mehr er einträgt und je genauer er das einträgt und je besser er das macht, umso besser wird er auch angezeigt. Springe da einmal ganz kurz hin. Wenn ich hier auf diese Leistungen gehe, dann sehe ich plötzlich, was hier los ist.
Ja, ich kann hier also irre viel eingeben mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Ich kann hier weitere Dienstleistungen dazufügen. Hier geht's richtig zur Sache. Wer Zeit und Lust hat, der sollte das tun. Und da erinnere ich nochmal an meine... Darf ich ganz kurz mal reingrätschen? Bitte, Es kam gerade schon ein paar Mal die Frage, wie übernimmt man seinen Eintrag? Ich weiß nicht, vielleicht passt es gerade, dass wir es vielleicht jetzt noch mit aufnehmen. Wie man den Eintrag übernimmt? Hm? Das machen wir. Vielleicht möchte ich kurz vielleicht was zu Orga nochmal erzählen. Weil die Frage auch in der Bewertung hoffe ich kommt, hat jetzt gar nichts mit dem Webinar zu tun, mit deinem Webinar, Stefan, sondern Sie können Ihre Fragen untereinander nicht sehen. Also Sie können nicht untereinander chatten und Sie sehen, wir sehen Ihre Fragen. Okay. Das würde sonst einfach hier ein wildes Durcheinander geben. Wir können auch nicht die E-Mail-Adressen hier verteilen unter den Teilnehmern. Werden wir auch nicht tun aus Datenschutzgründen, okay, auch, wenn man das gerne möchte. Also bitte habt das für Verständnis, Anis. Okay, dann machen wir das anders. Dann sagen wir einfach ganz kurz, wie das geht. Das ist ganz einfach. Sie geben Ihr Unternehmen bei Google ein und bekommen dann eine Anzeige auf dem My Business Eintrag, so ein bisschen wie ich das hier gezeigt habe. Und wenn Sie diesen Eintrag noch nicht übernommen haben, dann steht hier unten drunter neben Änderungen vorschlagen ein kleines blaues Wort. Und da steht Inhaber dieses Unternehmens steht dort. Da klicken Sie drauf und alles andere erklärt sich dann von selbst. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich hatte jetzt hier schon von den Leistungen gesprochen. Sieht man jetzt, glaube ich, hier ganz deutlich, dass dort eben Möglichkeiten sind, einiges einzufügen. Ich gehe jetzt nochmal hier durch die entsprechenden Inhalte, damit man verstehen kann, was da los ist. Ganz besonders spannend haben wir jetzt eben gesehen, sind hier eben die Informationen zu meinem Unternehmen. Hier kann ich einiges tun. Das kann man auch einfach mal ausprobieren. Man kann sich anzeigen lassen, zum Beispiel, wie man in der Suche angezeigt wird. Das ist ganz spannend. Auch sehr spannend sind die Statistiken. Also wenn man jetzt hier einmal reingeht, sieht man das, was ich vorhin gezeigt habe. Ich kann hier zum Beispiel im letzten Quartal mir anzeigen lassen, mit welchen Suchanfragen mein Unternehmen angezeigt wurde. Wer genau wissen will, was das ist, der klickt hier oben drauf und dann steht das da. Welche Statistiken und so weiter und so weiter und so weiter. Kann man sich alles genau angucken, ist sehr gut gemacht. Wir machen weiter. Wir kommen hier runter. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wie Nutzer nach dem Unternehmen suchen. Kann ich also mir die Suchanfragen angucken. Ich kann mir die Direkteingaben angucken. Ich kann mir hier nochmal einen anderen Zeitraum einstellen. Ich gehe jetzt weiter hier runter. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, wie die Aufrufe waren. Ich kann mir also nochmal genau angucken, was die Nutzer gemacht haben. Auch kann ich mir hier nochmal schauen, wie es im letzten Quartal aussieht. Ist also sehr, sehr, sehr komfortabel. Und ich rate dazu, sich das einfach mal in Ruhe anzugucken. Hier unten geht's weiter, haben wir vorhin schon mal gesehen. Hier haben wir nochmal die Aufrufe, Anrufe, Wegbeschreibungen und so weiter und so weiter. Von wo aus wurden also Wegbeschreibungen angefordert, kann ich jetzt hier zum Beispiel sehen. Und ich kann mir die Telefonanrufe anzeigen lassen. Und hier ist es nochmal ganz spannend. Hier sieht man die Fotoaufrufe. Und da macht Google was sehr Schönes. Es zeigt mir an, dass ich 385% mehr Fotoaufrufe habe als vergleichbare Unternehmen. Das kann ich mir jetzt hier angucken. Hier sehe ich immer die von meinem eigenen Unternehmen und hier sehe ich die von ähnlichen Unternehmen. Das ist ganz spannend, wenn man sich ein bisschen ein Bild machen möchte und zeigt auch so ein bisschen die Resonanz der Nutzer. So, damit sind wir eigentlich durch. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Das sind die Rezensionen. Sie sehen hier verschiedene Rezensionen und da möchte ich gleich mal hinweisen, wie man damit umgeht. Wir haben hier eine Rezension bekommen von einem Herrn Rainer Petersmann im Jahr 2018, der über unseren Inhaber spricht. Den kennen wir gar nicht, den Mann. Ich habe also den Herrn Petersmann weder als Kunden noch, wie es hier heißt, als Rechnungsempfänger gehabt. Deshalb habe ich ihm das auch geschrieben. Habe ihn gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Hat er nicht gemacht. Wahrscheinlich gab es dann Missverständnis. Ansonsten sehen wir jetzt hier die anderen Rezensionen. Wenn ich möchte, kann ich darauf antworten. Auf einige habe ich bereits geantwortet. Ich brauche also bloß hier drauf zu klicken und kann sagen, vielen Dank. Und dann wird die Antwort gepostet. Ganz einfach. So, das ist ein Teil, den ich an der Seite gerne mal zeigen möchte. Dann gibt es einen weiteren Bereich, der ganz spannend ist. Das ist der Bereich der Fotos.
Hier sehe ich also die Fotos, die ich eingestellt habe. Und hier sehe ich zum Beispiel auch dieses Titelbild. Das kann ich jetzt verändern. Hier sehe ich die Views. Also das Titelbild ist 2019 eingestellt worden und es hatte 21.334 Views. Das klingt dramatisch. Das heißt aber auch nur, dass wir irgendwo angezeigt wurden. Ja, also das ist jetzt nicht Platz 1 oder dergleichen, sondern vielleicht auf Seite 2, vielleicht auf Seite 3, vielleicht bei Google Maps, keine Ahnung. Also diese Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Hier sehe ich jetzt die anderen Bilder, die ich jetzt gerade eingestellt habe. Ich habe davon gesprochen. Goldschmiedebereich habe ich gezeigt. Jetzt kann ich mir das hier oben anordnen lassen, zum Beispiel nach beliebteste. Und dann sehen wir, welche Fotos am meisten angesehen wurden. Man bekommt da einen ganz guten Eindruck, wie beliebt die Fotos sind. Ich kann also damit ein bisschen steuern, wie meine Fotos sind. Und wenn ich feststelle, dass gewisse Fotos nur ganz wenig angezeigt werden, dann mache ich sie einfach nicht mehr. Und andersrum. Fotos, die gut angesehen werden, werden häufig präsentiert und in der Art und Weise sollte ich dann weiter fotografieren. So, da sind wir eigentlich jetzt schon relativ weit. Vielleicht nochmal das ein oder andere zu den Beiträgen. Das ist relativ neu, dass Google jetzt diese Vielfalt an Beiträgen hat. Es gibt hier einige spannende Dinge, die Sie im Backend am PC praktisch einpflegen können. Wie das funktioniert, erklärt sich von selbst. Also ich habe jetzt hier den alten Beitrag von vor 2 Tagen, den können Sie hier ganz deutlich sehen. Hier sehen wir auch die entsprechenden Aufrufe und Klicks. Ich kann den Beitrag jetzt teilen, wenn ich möchte. Ich kann sagen, Mensch, ja, das ist ein tolles Ding, das möchte ich jetzt ganz gerne verbreiten. Relativ einfach. Sie sehen, hier auf Facebook ist das überhaupt gar kein Problem zu tun. Ich kann das auch per E-Mail versenden oder per Twitter oder dergleichen. Relativ komfortabel. Wenn ich möchte, kann ich diesen Beitrag auch bearbeiten. Auch das geht. Ja, das wäre dann zum Beispiel hier. Ich kann also nachträglich Änderungen vornehmen oder ich kann ihn auch einfach rausnehmen. Hier sind die alten Beiträge. Da ist einiges zu sehen. Kann man so ein bisschen gucken, was man in der letzten Zeit gemacht hat. Wie man sieht, kann man auch Filmbeiträge in das Ganze reinspielen. Auch ganz spannend, haben wir für einen Kunden gemacht. Bisschen geschnitten, bisschen sympathisch. Geht relativ einfach. Aktuell ist es vielleicht ganz interessant, hier ein Update zu Covid-19 zu erstellen. Wenn Sie also vorübergehend geschlossen haben, Besonderheiten haben, Angebote haben und dergleichen, dann können Sie hier Dinge einstellen, auch mit einer Schaltfläche. Das ist ganz spannend. Vielleicht jetzt für den einen oder anderen Gastronomen oder Dienstleister, der seine Ware bestellen lassen möchte, das geht über eine solche Schaltfläche. Einfach mal ausprobieren. Gut. Ich glaube, Sie haben ein ganz gutes Bild bekommen, was sich jetzt eben hier getan hat. Ich würde jetzt nochmal zurück zur Präsentation gehen. Ich würde nochmal zwei, drei Dinge sagen. Machen wir nochmal hier. Zwei, drei Dinge sagen zur App. Seit einiger Zeit ist die Google My Business App draußen. Die gibt es für Android und iOS. Und auf dieser App kann ich eigentlich auch genau alles das machen, was ich im Backend beim PC machen kann. Vor allen Dingen kann ich sehr gut Fotos, die ich gerade gemacht habe, hochladen. Und um das mal zu zeigen, versuche ich jetzt mal umzuschalten. Bin gespannt, ob mir das gelingt. Ich schalte jetzt mal zu TeamViewer und siehe da, es funktioniert. Was Sie jetzt sehen, ist ein Abbild meines Mobiltelefons. Ich habe mich jetzt praktisch in die App eingeloggt und kann jetzt einmal zeigen, wie diese Informationen dort dargestellt werden und wie ich sie auch verändern kann. Das ist der Überblick, den Sie jetzt hier sehen. Aufrufe, Suchanfragen und so weiter. Ich kann hier, wenn ich möchte, etwas ins Detail gehen. Ich kann mir hier zum Beispiel den Bericht anzeigen lassen. Das haben Sie eben schon gesehen im Backend. Das Ganze gibt es ja auch mobil. Kann man also ganz wunderbar abends auf dem Sofa machen. Ist überhaupt kein Problem, sich da noch mal ein paar Eindrücke zu verschaffen. Auch hier kann ich umstellen und kann mir das anzeigen lassen. Dann geht es hier unten weiter. Ich habe hier die Möglichkeit, eben meine Öffnungszeiten zu aktualisieren. Covid-19, das Thema habe ich gerade angesprochen. Ich kann hier versuchen, verschiedene Bilder einzustellen, wenn ich möchte. Ich kann Angebote einstellen. Ich kann Veranstaltungen einstellen. Ich kann versuchen, meine Rezensionen zu beeinflussen. Das ist ganz spannend. Wenn ich hier draufklicke, dann
kann ich versuchen, über meine Social-Anbindungen Leute aufzufordern und ihnen zu sagen, bitte bewerte mich doch mal. Ja, also zum Beispiel kann ich das per E-Mail versenden, ich kann es per WhatsApp versenden oder dergleichen. Ich kann also aktiv versuchen, gute Bewertungen zu bekommen. Hier sehen wir die Rezensionen, hier ist nochmal Google Ads. Damit ist die Sache hier erstmal zu Ende. Ganz spannend ist jetzt der Bereich vor allen Dingen hier im Profil. Wenn Sie also Profiländerungen vornehmen möchten, können Sie das tun, indem Sie einfach hier oben draufklicken und dann ein neues Titelbild ansehen bzw. einbauen können. Desgleichen ist hier unten auch zu sehen. Vielleicht haben Sie ein Willkommensangebot, das können Sie jederzeit einstellen. Überhaupt kein Problem, geht alles total einfach über diese App. Wir machen gleich mal einen kleinen Test, dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Hier unten sehen wir eben die entsprechenden Angaben, die ich dann nochmal bearbeiten kann. Alles relativ einfach. Wenn ich auf der Startseite bin, dann habe ich hier rechts unten diesen kleinen Bereich Posten. Ja? Damit geht ganz viel. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte eine Neuigkeit hinzufügen. Das wäre hier. Dazu habe ich ein Bild gemacht, das ist dieses hier. Dem kann ich noch einen leichten Effekt verleihen und dann baue ich das Bild ein. Hier kann ich einen Beitrag verfassen. Ich habe vorher bei meinen Notizen, das zeige ich auch. So, das kann ich jetzt ausschneiden und kann so das Ganze hier einsetzen. So, ich zeige das deshalb so ausführlich, um Ihnen die Angst zu nehmen, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das können Sie auf einer Bahnfahrt machen, das können Sie im Wartezimmer des Arztes machen, das können Sie auf dem Sofa machen, das geht wirklich ganz, ganz einfach. Ich habe jetzt hier über das Webinar geschrieben und ich möchte gerne, dass Sie als Zuschauer dann sich später diesen Beitrag nochmal angucken können. Deshalb würde ich dann hier unten eine Schaltfläche hinzufügen, die da heißt weitere Informationen zum Beispiel. Da würde ich den Link eingeben. Den habe ich im Augenblick noch nicht, deshalb mache ich das später und poste diese Nachricht einfach jetzt über dieses Tool. Sie sehen im oberen Bereich, da steht 0 von einem Beiträgen veröffentlicht. Zack, jetzt ist er veröffentlicht. Im besten Falle, das hoffe ich zumindest, kann ich diesen Beitrag jetzt hier abrufen, wenn ich also auf mein Google Maps gehe zum Beispiel und Resulted Lübeck eingebe. Dann wäre es ganz wunderbar, Sie sehen jetzt praktisch schon das, was ich vorher schon gezeigt habe, neueste Fotos, Rezensionen und so weiter. Im besten Falle sehe ich hier unten, nein, ist noch nicht online, kann man nachher vielleicht nochmal gucken. Hier ist jetzt erstmal nur das von gestern zu sehen. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Minuten, wir schauen nachher nochmal drauf. So. Wenn Sie möchten, dann schauen Sie doch mal auf Ihrem Smartphone, am besten unter Google Maps nach Resulted Lübeck oder zum Beispiel Pascal Schlemo. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, das können wir gerne auch nochmal live machen. Das ist ein Kunde von uns, das ist eine Autowerkstatt. Das gebe ich einmal ein, damit Sie sehen, was ich meine. So, auch dort haben wir hier einmal den Eintrag mit den Bildern und allem drum und dran. Und im unteren Bereich sieht man hier eben zum Beispiel nochmal die Stoßzeiten. Das kennen Sie vielleicht auch. Google trackt an der Stelle einfach die Handys, die dort sind und gibt dann eben die entsprechenden Besuchszeiten aus. Wir haben hier unten verschiedene Fotos gemacht. Da sieht man nochmal Fotos von mir. Ich bin auch Local Guide, wie man ganz gut erkennen kann. Und hier unten kommen dann die letzten Beiträge. Wenn ich jetzt auf Neuigkeiten gehe, hier oben zum Beispiel, dann kann ich mir angucken, was das Unternehmen in der letzten Zeit eben an Neuigkeiten gepostet hat. Hier sind verschiedene Dinge. Genau das Gleiche können Sie auch tun, indem Sie einfach zum Beispiel Bilder hochladen oder dergleichen. Versuchen Sie es einfach mal, probieren Sie es aus. Schauen Sie sich an, was die anderen so machen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was zeigen und auch die Angst ein bisschen nehmen, einen My-Business-Eintrag zu übernehmen und auch zu füllen.
Nichts, was man dort macht, ist nicht rückgängig zu machen. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas nicht gefällt, können Sie es jederzeit wieder löschen. Gut, wenn jetzt noch Fragen sind, dann höre ich gerne zu und beantworte auch gerne was. Ja, wir haben einige Fragen. So, dann fange ich mal an. Ich muss mal reinschauen, ich habe sehr, sehr viele. Viele haben gesagt, dass die Kategorie häufig nicht passt und ob man die beeinflussen kann, ob es ein Freitextfeld gibt. Die Kategorie, die kann man leider nicht beeinflussen. Also ja, man kann sie beeinflussen, auf jeden Fall. Es gibt aber kein Freitextfeld. Das ist wie häufig bei diesen Social-Media-Geschichten. Es gibt nur Vorschläge. Die Datenbank der Vorschläge, die ändert sich allerdings. Wir haben uns früher nur als Werbeagentur eintragen können, als wir den angelegt haben, vor einigen Jahren. Jetzt habe ich gerade ihn geändert in Online-Marketing-Unternehmen. Das geht. Es kommen immer neue Kategorien hinzu. Man muss einfach mal ein bisschen gucken, was da aktuell angeboten wird. Und vor allem, man muss dranbleiben. Immer wieder mal nachgucken, ob es nicht schon neue Bezeichnungen gibt. Das ist ganz wichtig, ne? Also die Frage kam mir zwischendurch auch, wo ist der Button, wie kann ich das ändern, Also man muss man halt wirklich immer dranbleiben. Es gibt, glaube ich, kein Tool von Google, was so oft geändert wird, abgesehen mal vom Namen, genau, der auch schon tausendmal geändert wurde, wie es so häufig verändert. Und tatsächlich ist die App auch da, das ist das beste Mittel, um das zu bearbeiten. Ja. Da sind am meisten Funktionen drin. Also die Funktionen unterscheiden sich auch in der Desktop-Version und in der App. Und die App ist da wesentlich weiter. Also man muss halt auch echt manchmal suchen. Und deswegen können wir hier auch nicht alle Fragen beantworten, weil teilweise sind die Funktionen nicht da. Dann gibt es dieses Tab nicht. Dann ist es mal da. Also das ist schwierig auszuhalten manchmal, was Google uns da vorschmeißt. Ja, und vor allen Dingen ist es tatsächlich so, man loggt sich ein und plötzlich gibt es eine neue Navigation, es gibt neue Dinge. Ja. Auch die Präsentation, also wenn man sich jetzt mal diesen My Business Eintrag anguckt, zum Beispiel auf einem Android-Handy im Browser Chrome, ist es anders als auf einem iOS-Smartphone im Browser Safari. Also es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Man könnte verzweifeln. Das Wichtigste ist aber, dass man dranbleibt und ausprobiert. Also viele Sachen ergeben sich von selbst. Ich empfehle, ransetzen, machen, gucken und dann lernen. Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Genau, ich habe noch einen Hinweis, vielleicht auch Fragen, also die aus den Fragen kamen. Geht es um Suchbegriffe? Also dieser Eintrag ist nicht primär dazu da, richtig gut gefunden zu werden. Also das ist eine lokale Suche, meistens Verbindung mit einem Ort, also Lübeck, Werbeagentur zum Beispiel, wie wir es gesehen haben. Die Frage von war ja auch Versicherungsmakler, das ist natürlich auch ein Riesenthema und das ist als ergänzende Funktion, ergänzendes Marketinginstrument, wie Stefan das davon auch erzählte, zu sehen. Das ist jetzt nicht primäres Marketinginstrument. Die Frage kam mich auch, ob ich jetzt auch eine eigene Website überhaupt benötige, wenn ich das Ding habe. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich würde mal ganz ketzerisch behaupten, wenn ich ein ganz kleines Unternehmen habe, ich sag mal vielleicht einen kleinen Blumenladen oder ein Nagelstudio oder vielleicht auch einen kleinen Friseur, dann kann ich mit Google My Business, wenn ich das gut pflege, eigentlich die meisten Fragen meiner Interessenten abdecken. Natürlich ist es schön, eine eigene Webseite zu haben. Aber wenn ich den My Business Eintrag gut pflege, wenn ich vielleicht Preise angebe, wenn ich vielleicht einen kleinen Film habe, wenn ich Rezensionen habe, ich habe Bilder aus meinem Unternehmen, dann ist das ein guter Start? Und das kann man in dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, auch gut selbst wuppen. Natürlich ist eine eigene Webseite schön. Vielleicht habe ich ein Produkt, was erklärungswürdig ist. Vielleicht habe ich B2B, völlig klar. Aber für einen kleinen Kleinunternehmer, einen Solo-Selbstständigen, wie sie jetzt gerade heißen, sind My Business eigentlich die besten Möglichkeiten, um überhaupt irgendwo präsent zu sein, bevor man sich eine eigene Webseite zusammenstellt, was man machen sollte. Aber auf die Schnelle ist das der schnellste Weg mit My Business. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung aus der Hosting-Ecke. Natürlich ist es gut, eine eigene Website zu haben. Nee, aus dem Grund, weil man hat man die volle Kontrolle. Also wenn man selbst pflegen kann, also klar für kleine Unternehmen und immer schnell jetzt gemacht, wäre das so auch die erste Maßnahme wahrscheinlich gerade zu dieser Zeit da, dass man sagt, okay, ich kümmere mich mal um Google My Business Einträge oder um den Eintrag. Aber trotzdem auch, das war ja auch mal eine Zeit lang irgendwo zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, ich brauche jetzt keine Homepage mehr. Also das ist ja alles kalter Kaffee, wie wir jetzt festgestellt haben. Weil wir natürlich oder Sie natürlich nur über Ihre eigene Website die volle Kontrolle haben. Was steht da drin? Wie sehen die Bilder aus und so weiter? Wenn Google übermorgen wieder was an My Business Eintrag ändert und Sie nichts finden, dann sind Sie ganz weg. Also von daher würde ich das immer so als stützende Pfeiler sehen. Also Facebook, Social Media, Google My Business und Co. Aber die
Zentrale muss halt eigentlich die Website sein. Meine Meinung. Ist absolut so, also gar keine Frage. Und eine gute Website rankt ja auch zu Dingen, die man viel besser beeinflussen kann. Ich sage nur mal so, als Nothilfe jetzt in der Krise für jemanden, der gar nicht weiß, was er machen soll, ist das ein sehr guter Start und erleichtert ihn vielleicht auch ein bisschen. Wahrscheinlich auch, um überhaupt in das Thema erstmal reinzukommen, sich ein bisschen anzunähern, bevor man jetzt sehr, sehr viel investiert, erstmal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es und wie kriege ich Leute dann noch zu mir ins Geschäft, beziehungsweise dann ans Telefon, wie auch immer. Ich habe hier auch eine Frage reinbekommen, wie ist es mit Leistungen? Kann man Leistungen dann auch direkt zu einer Buchung übergehen? Gibt es die Möglichkeit? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Noch ist es nicht so, dass ein E-Commerce, eine Buchung oder eine Terminvergabe direkt integriert ist. Es wird dann weitergeleitet und dafür braucht man eben auch eine Webseite, wie Timo eben schon richtig gesagt hat. Es wird dann direkt weitergeleitet zu dem entsprechenden Bereich auf der Webseite. Wenn man also zum Beispiel bei Pascal Schlemo auf den My Business Eintrag geht, dann gibt es dort einen kleinen Bereich, der heißt Termin. Und wenn ich da also draufklicke, komme ich auf die Terminvergabe dessen Webseite. Ich rechne damit, dass sich dort ganz viel tun wird in der nächsten Zeit. Diese Veränderungen, die wir jetzt gesehen haben mit Posts, mit Covid-19, mit Veranstaltungen, die sind relativ frisch. Ich gehe davon aus, dass wir im Verlauf dieses Jahres noch einiges an Neuigkeiten haben und ich gehe auch davon aus, dass eine E-Commerce-Lösung ansteht. Instagram hat es gerade gemacht, ist gerade dabei. Ich gehe davon aus, dass die sozialen Netzwerke und My Business ist ja irgendwie auch ein soziales Netzwerk, weitere Funktionen nachschieben werden und zwar ziemlich bald. Ich schaue gerade noch rein, was wir noch für Fragen haben. Es war mal die Frage, ob man da auch Veranstaltungen anlegen sollte, beziehungsweise ob das sinnvoll ist. Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt da eine Veranstaltung anlege, so wie ich das gemacht habe, ich habe es ja vorhin gezeigt, dann kann ich diese Veranstaltung teilen in meinen Netzwerken. Ich kann sie zum Beispiel per E-Mail an einen Verteiler schicken. Ich kann sie bei Facebook direkt posten, habe ich übrigens gemacht. Hat ganz gut funktioniert. Ich kann sie in mein WhatsApp-Netzwerk verteilen oder dergleichen. Das eine ist, dass ich damit natürlich Besucher für meine Veranstaltung buchen kann, beziehungsweise begeistern kann. Das andere ist, es ist ja in meiner Timeline enthalten. Wenn sich also jemand für mein Unternehmen interessiert und der geht da drauf und sieht dann, Mensch, der hat ja schon 3 tolle Veranstaltungen gehabt, dann stärkt das auf jeden Fall den guten Eindruck und die Reputation dessen, der das ganze Ding betreut. Und das zweite ist, Engagement ist immer gut. Wenn also Menschen auf My Business sind und merken, der Unternehmer, der hat richtig Dampf, der macht ganz viel, dann ist es ein sehr gutes Image, was ich damit verbreiten kann. Vielleicht noch eine Frage hier gerade. Worin sehen Sie das größte Risiko von Google My Business, falsch dargestellt oder schlecht rezensiert zu werden? Ich sehe eigentlich gar kein großes Risiko dabei, weil, wie vorhin gesagt, das Gute ist das Feind des Bösen. Wir haben immer wieder mal schlechte Rezensionen. Wenn Sie eine schlechte Rezension haben und Sie sorgen durch, wie ich gerade vorhin gezeigt habe, aktives Bewerten dafür, dass Sie 56 gute haben, geht die schlechte unter. Mit den Fotos ist es genauso. Es gibt immer jemanden, der mault, es gibt immer jemanden, der meckert. Wenn Sie heute auf Booking.com oder auf TripAdvisor sind, dann finden Sie die unterschiedlichsten Bewertungen. Meistens macht man sich ein Bild aus der Mitte. Das heißt, je mehr Bewertungen Sie haben, umso besser ist es, weil dann wird die Mitte breiter. Das geht uns auch so. Also wir bekommen natürlich auch mal eine Bewertung rein, die nicht sauber ist oder halt, ich hatte mal einen Kunden, Seeschlösschen in Timmendorfer Strand, das ist ein 5-Sterne- feinstes Edelshotel, das sieht aber vom Strand halt aus wie so ein 70er-Jahre-Block. Das sieht halt mal so aus. Und das Foto war da drin, das hat irgendeiner reingestellt. Und der Kunde war nicht amused über dieses Foto, aber es ging nicht weg und das Ding halt sieht halt so aus vom Strand. Also, aber von innen ist es halt trotzdem schön. Aber ist auch genau der Punkt, man muss halt auch darauf reagieren, auch auf Bewertungen. Und ich glaube, die meisten Menschen können schon aufgrund ihrer Erfahrung mit Amazon-Rezensionen zum Beispiel ganz gut unterscheiden, ob jetzt gerade da einer quercht. Ich habe gestern gerade eine Bewertung gelesen, da ging es um einen Dichtungsring. Der schrieb auf Amazon. Hat eine Woche gedauert, die Lieferung. Viel zu lange. Ring passt. 1 Stern. So. Das muss natürlich jeder für sich mal so nachdenken, okay, alles klar, aber einer so was so lange gedauert hat, aber ansonsten Ring passt, worum es eigentlich auch geht in dem Ding. Also muss halt reagieren, genau, und ich glaube auch viele Menschen können mittlerweile auch filtern auf Rezensionen, die einfach nur abgegeben wurden, um jemanden zu schädigen oder
wie auch immer. Ich glaube, da ist man mittlerweile so geschult, dass man das relativ schnell sehen kann. Genau, sehe ich genauso. Genau, ich hatte hier noch eine Frage, und zwar geht es da, die ist sehr, sehr speziell, glaube ich, in der Statistik, was da markenbezogene Suche ist, und wie unterscheidet die sich zur indirekten beziehungsweise direkten Suche? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, das weiß ich nicht. Vielleicht, Timo, weißt du das? Möglicherweise hat es damit zu tun, dass eben eine Direkteingabe was anderes ist, als wenn ich eine Marke suche. Nehmen wir mal an, ich nehme jetzt, keine Ahnung, Nike, Adidas oder dergleichen. Kann sein, dass es damit was zu tun hat. Ich weiß es nicht, zumindest nicht für unser Unternehmen. Also Markensuche kann auch einfach der Brandname sein, also wie Nike, aber kann zum Beispiel auch Check Domain oder Resulted für außen, die auch Markennamen quasi. Hm. Also in Googles, aus Googles Sicht. Aber ich hätte die Frage auch gesehen und ignoriert. Ich wusste das auch nicht. Hätte ich auch nicht sagen. Genau, also vielleicht noch ein Tipp noch zu den Bewertungsgeschichten. Also das ist tatsächlich auch mal ein Tipp aus der Google, von einem Google-Mitarbeiter. Wenn man möchte, dass die guten Bewertungen möglichst leicht zu sehen sind, also Google My Business zeigt ja auf der Ergebnisseite Gleichbewertungen auch an, 3 bis 4. Dann sollte man zumindest erstmal die guten Bewertungen auf jeden Fall kommentieren. Also nicht nur die negativen, mit sagen, das, ne, also wie es bei Stefan der Fall war, ich kenne sie gar nicht, das ist völlig korrekt. Aber die guten Bewertungen zu kommentieren ist auch wichtig, weil das diese Interaktion, diese Bewertung nach oben spült einfach und die dann auch vorne in der ersten Ansicht zu sehen sein können, eher zu sehen sein könnten. Genau. So. Dann noch eine Frage, wie viel Leistung sollte man eintragen? Also nicht zu viel, nicht zu wenig, gibt es da irgendwie so einen Hinweis? Ja. Genau. Also ich würde Folgendes machen. Ich würde mir ganz kurz überlegen, was sind denn wirklich die Kernkompetenzen, die Kernleistungen meines Unternehmens? Das ist meistens eine Handvoll. Und die Frage ist auch, mit welchem möchte ich gefunden werden? Wenn ich also jetzt zum Beispiel vielleicht vorher noch eine Keyword-Recherche mache und vielleicht noch rausfinde, welche meiner Leistungen viel gesucht werden, dann ist es natürlich sinnvoll, diese dort einzutragen. Denn die Frage ist ja, wie spielt Google diesen Eintrag aus? Bett kaufen war jetzt sehr einfach. Wenn ich jetzt aber was anderes suche, wie zum Beispiel Bettdecke oder Matratze oder Bettwäsche, um mal in dem Spektrum Bettenhaus zu bleiben, dann wäre es natürlich gut, ich hätte diese Begriffe in meinen Leistungen, in meinen Produkten auch eingetragen, damit Google auch weiß, dass ich das anbiete. Bei Bettenstrufe gibt es zum Beispiel Bademäntel. Ja, wenn ich möchte, dass ich zu Bademantel Lübeck gefunden werde, ist es natürlich schlau, wenn ich bei My Business das auch eintrage, damit die Suchmaschine weiß, dass ich es auch ausspielen muss. Ich würde mich aber auf wirklich die Kernkompetenzen, die Kernprodukte konzentrieren. Hier ist mal eine Frage zur Aufzeichnung. Also das Webinar wird aufgezeichnet, hoffe ich, Stefan. Wäre schön. Das wäre schön. Das geht morgen per E-Mail an alle nochmal, die teilgenommen haben und auch alle, die nicht teilgenommen haben, nochmal rum. Da ist ein Link drin zu dieser Aufzeichnung und die IHK, Christian, glaube ich, veröffentlicht es auch auf der eigenen Seite nochmal. Ne? Genau, wir haben bei uns eine Webseite eingerichtet, www.ihksh.de/. Oh, ich will nicht lügen, Corona-Webinare. Wir können zum nächsten Mal ja nochmal hier posten. Da sind alle, da haben wir eine kleine Bibliothek aufgebaut, wo alle Webinare dementsprechend nochmal drin sind aus unserer Reihe. Und falls jemand noch Interesse hat an den vorigen Webinaren oder an diesen und den E-Mail nicht mehr findet, dann kann er gerne auf unsere Seite gehen. Okay, sind noch Fragen oder sind wir weitestgehend durch? Also ich muss sagen, wir haben heute sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich möchte mich auch schon mal darauf hinweisen, dass wir leider nicht alle beantworten können, weil teilweise auch sehr, sehr technische Fragen sind und wir dann immer hin und her springen müssten. Deswegen in dem Sinne tut es mir vielleicht schon mal leid für den einen oder anderen, die wir jetzt nicht direkt drauf eingehen könnten. Aber ich glaube, was ja vorhin noch schon angeklungen ist, man muss sich einfach mal ransetzen und das ganze Tool auch mal ausprobieren, weil ich glaube, es bringt ja auch nichts zu zeigen in der App. Bei Android ist es hier, bei iPhone ist es dort. Wenn man sich ein Board anschaut, immer wo ganz anders. Ich glaube, das hilft nicht viel. Da muss man leider ein bisschen sich durchwursteln. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Eindruck gewesen, was man hier machen kann, was es bietet. Ich möchte vielleicht noch die Gelegenheit nutzen, nochmal auf unser Feedback hinzuweisen. Bitte teilen Sie uns mit, wie es Ihnen gefallen hat, welche Themen für Sie relevant sind. Wir posten gleich nochmal den Link für das Feedback. Er wird nochmal in der Mail stehen. Und da möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, dass unser nächstes Webinar am kommenden Dienstag stattfindet, und zwar zum Thema Kundenkommunikation, wie man in Zeiten der Corona-Krise mit seinen Kunden in Kontakt bleibt und welche digitalen Vertriebskanäle es sich vielleicht dafür anbietet. Findet wieder um 10 Uhr statt. Ein Link, wo sich anmelden kann, geht auch gleich noch rum.
Genau, ich habe auch noch was. Also zum einen ist es natürlich so, viele Sachen erklären sich ganz schnell von selbst, wenn man sich einloggt und ein bisschen ausprobiert. Falsch machen kann man nichts, das empfehle ich jedem. Zweitens, wer Fragen hat, kann mich jederzeit anrufen. Kostenlos, unverbindlich und so weiter, kann ich gerne am Telefon noch ein bisschen was erklären oder dergleichen. Ist überhaupt kein Thema, in der Krise halten wir zusammen, kostet nichts, können wir am Telefon vielleicht klären. Was aber noch ganz interessant ist, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt sagt, naja, eigene Webseite wäre schon schön, vielleicht muss ich da mal richtig ran. Wir sind zuschussberechtigt, wir haben also jetzt seit kurzem die Zulassung zum Go Digital Förderprogramm. Ganz spannende Geschichte, da werden 50% des Budgets vom Staat übernommen. Wer also kleines und mittelständisches Unternehmen ist und das Gefühl hat, ja, jetzt muss ich aber was tun, denn während der Krise ist nach der Krise und wenn alles vorbei ist, will ich gut aufgestellt sein. Keine Ahnung, Website-Relaunch, E-Commerce, Marketing-Konzept, alles, was digital ist, der kann das mit uns zusammen machen, wenn er möchte. Der kann das mit uns zusammen beantragen. Es gibt einen spannenden Beitrag zu diesem Thema auf unserer Webseite. Wenn es richtig gut läuft, kriegt man von den, weiß ich nicht, 10, 12, 15.000 Euro, die so ein Riesending kostet, 50% zurück, beziehungsweise muss sie gar nicht zahlen. Das ist ganz spannend. Auch da gerne Informationen, wer möchte, von mir. Vielen Dank. Genau, ich habe jetzt gerade jemand, der Teilnehmer hat die URL gefunden, Christian, die du nicht im Kopf hast. Ich habe sie auch gerade nochmal gepostet. Ah, ja, okay. Also da ist nochmal der ganze Wissensspeicher drauf, da einfach reingehen und sich das Ganze, die ganzen Webinare, das ist schon viel mittlerweile, 4 Stunden mal reinziehen. Ja, genau. Mega in Zeiten der Krise, stay home, look, a Webinar. Genau, alles mega interessant natürlich. Ich muss auch noch mal kurz ein Angebot unterbreiten, Stefan. Wem das noch zu teuer ist tatsächlich, was oder dafür nicht so viel Geld ausgeben möchte, wir bieten tatsächlich eigentlich erst ab nächster Woche, verschenken wir 100 Website-Baukästen. Und wir machen das eine Woche lang. Und die Woche darauf werden Christoph, Kollege von mir und ich täglich ein Webinar dafür durchführen, damit ihr dann auch den Baukasten benutzen könnt. Also wir werden halt quasi von Montag bis Freitag dann, beziehungsweise da ist der 1. Mai dazwischen, bis in die nächste Woche dann rein, ab dem 27.04. dann die Webinare durchführen, jeden Tag, halbe Stunde, Stunde ungefähr, und machen dann Step by Step mit euch gemeinsam eine Website fertig, damit ihr sehen könnt, wie einfach das gehen kann, wenn man sich die Agentur nicht leisten möchte. Trotzdem natürlich geht erstmal zu Stefan, holt euch ein Angebot. Nein. Doch, mach halt. Aber wie gesagt, ich finde das super cool. Also selbst machen, wer selbst machen kann, soll das auf jeden Fall machen. Und zusammen mit einem My-Business-Eintrag und einem guten Facebook-Profil und noch ein bisschen Insta, kann man da ganz, ganz, ganz viel machen. Und jetzt, wo es wirklich hart auf hart kommt, wer das Budget nicht hat, wer vielleicht auch noch nicht so reif ist dafür, der kann so viel selbst machen. Wichtig ist, machen. Ja? Einloggen, machen, teilnehmen, versuchen, nicht sitzen und gucken, sondern einfach machen. Und da ist so ein Selbstbaukasten mit Sicherheit ein super Start. Also ich finde das eine tolle Aktion, unterstütze ich voll, wird bestimmt super. Gut, okay, danke. Link habe ich gepostet, da ist alles erklärt, wie wir das machen, wie man sich da anmeldet, wie man den Gutscheincode bekommt, und da kann man sich auch schon für die ganzen Webinare tatsächlich anmelden. Also wir hoffen, das wird gut angenommen. Kann man 118 Euro sparen zumindest. Cool. Ja. Ich hätte noch gerne jetzt die Prise noch verteilt, Stefan, die du mir noch nicht geschickt hast als PDF. Ich verschicke schon sogar nachher per Mail. Die werde ich dir nachher schicken. Ich habe noch eine Bitte an alle Teilnehmer. Tun Sie uns den Gefallen, beantworten Sie dieses Feedback. Es ist wahnsinnig wichtig für uns. Wir machen das hier aus freien Stücken, weil wir Bock haben, aber wir wollen besser werden. Ich muss wissen, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat. Sagen Sie mir das. Ungeschönt und ganz direkt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wollen mit der IHK zusammen ein Format entwickeln, was Spaß macht und wo Sie wirklich was davon haben. Tun Sie mir den Gefallen, geben Sie Feedback, dann werden wir besser. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch einen. Einen habe ich noch. Und zwar von Alice Mustier. Dankeschön für diese Hinweise. Und zwar für die Xing, für alle, die bei Xing sind, können Sie sich auch mit der IHK zu Lübeck austauschen. In dieser Gruppe, die ich jetzt hier auch mal an alle sende, da können sich alle nochmal treffen und nochmal weiter diskutieren. Viel Spaß dabei. Ja, dann sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank. Auch nochmal auf das Go Digital Förderprogramm finden Sie auch sehr, sehr viele
es hat, glaube ich, mittlerweile vier Themenschwerpunkte. Ist jetzt nicht nur das Thema Online-Marketing, sondern auch Geschäftsprozesse oder auch das Thema IT-Sicherheit. Da gibt es auch viele verschiedene Berater hier bei uns. Wenn Sie möchten, können wir da dementsprechend auch nochmal drauf eingehen. Teilen Sie das gerne mit beim Feedback, zeigen wir Ihnen mal, wie das geht. Und dann möchte ich Sie auch ganz herzlich einladen zu unserem nächsten Webinar. Ich hatte es ja vorhin schon angekündigt. Auch da poste ich jetzt einfach mal den Link, wo Sie sich schon mal anmelden können zum Thema Kundenkommunikation. Ja, das war's. Habt ihr noch was? Nö, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssi. Und bitte Feedback ausfüllen. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.